Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Dieses Mal geht es weiter mit kontextfreien Sprachen. Ja, letztes Mal habe ich euch, ja okay, ist schon ein paar Mal her, habe ich euch die regulären Sprachen gezeigt und ja, jetzt machen wir eben diese kontextfreien Sprachen. Gut, also was ist eine kontextfreie Sprache? Wir hatten bei, ich zeige es euch gerade nochmal, ich habe es ja noch hier drin, wir hatten bei Kontext. Bei den regulären Sprachen hatten wir folgendes Problem, beziehungsweise folgende Einschränkung. Wir durften nur auf maximal genau ein Terminalsymbol, also hier aus dem Alphabet Sigma, ableiten, also genau eins, hier das oder das, oder wir durften Epsilon produzieren, oder wir durften ein Terminalsymbol auf der linken Seite, ein Nicht-Terminalsymbol auf der rechten Seite. Und mehr durften wir nicht machen. Also hier durften nicht so Sachen stehen wie ST dann, sondern wirklich nur genau 1 und hier durfte auch nicht stehen 00S oder 00T, sondern auch nur 1. Und das hat die Sprache relativ eingeschränkt. Wir können zum Beispiel mit dieser Sprache können wir nicht, also wir können mit regulären Sprachen generell niemals sowas darstellen wie, upsala, was habe ich jetzt getan? Sekunde, wie. Null hoch n. Eins hoch n. Also, dass gleich viele Nuller kommen und dann gleich viele Einser. Das ist so das Standardbeispiel. Ihr könnt es gerne mal probieren, ob ihr irgendwie eine Grammatik findet, wie ihr diese Sprache darstellt, aber mit einer regulären Grammatik wird das nicht funktionieren. Und deswegen zeige ich euch jetzt heute eben diese kontextfreien Grammatiken. Die nennen sich auch Chomsky 2-Typen. Also ihr seht, da gibt es dann die letzten, also die hier, die regulären waren Chomsky 3, dann gibt es noch einen Chomsky 1 und einen Chomsky 0. Die Chomsky 0 sind total schwachsinnig, weil die eh kein Mensch aussprechen kann, beziehungsweise weil sie auch irgendwie keiner akzeptieren kann. Und ja, also jetzt machen wir erstmal die Chomsky 2. Und das sind diese sogenannten kontextfreien Sprachen. Da haben wir weniger Einschränkungen für jede Produktion. Also hier kann es natürlich wieder beliebig viele Symbole geben, wie ich es euch bei der ersten Grammatik auch gezeigt habe. Hier kann noch ein T kommen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können hier auf alles ableiten. Also hier muss immer genau ein Nicht-Terminalsymbol stehen. Also hier können nicht S, T, V stehen. Leiten wir ab auf irgendwas. Sondern wir leiten genau ein Nicht-Terminalsymbol S oder hier unten dann halt T auf irgendwas ab. Aber das kann irgendwas Beliebiges sein. Also hier können wir schreiben 0, 1, T, 1, S, T zum Beispiel. Und dann können wir uns T definieren als Produktionsmenge auf 0, 1, 0, S, 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 T, 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 1, 1, was weiß ich. Oder wir können auch einfach nur schreiben 01. So. Und ihr seht, das kann beliebig kompliziert werden, natürlich jetzt, dadurch, dass wir das hier nicht mehr haben. Wenn wir jetzt hier einfach 01 haben, 01 gleich verteilt haben wollen, dann haben wir es relativ easy. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wie man das Ganze machen könnte. So haben wir das Ganze für den Fall 1. Wenn wir jetzt dieses S in die Mitte packen, haben wir schon die Möglichkeit, alles zu produzieren, außer dem Fall, dass n 0 ist. Da brauchen wir dann halt hier noch dieses Epsilon. Also wenn wir auf Epsilon produzieren, haben wir hier den Fall n ist 0. Das heißt, wir haben hier das leere Wort drin stehen. Und ansonsten schreiben wir S auf 0, 1, 0, S1. Das heißt, wir produzieren immer auf der linken Seite genau eine 0, auf der rechten Seite genau eine 1. Und kommen dann wieder hierher, können dann sagen, okay, wir leiten es nicht mehr weiter ab, wenn wir unser n so hoch haben wollen, wie wir es haben wollen. Und falls wir es noch höher haben wollen, also falls wir noch mehr Nullen und Einsen wollen, können wir hier noch weiter ableiten. Gut, das wäre dann also diese Grammatik hier. Ja, und jetzt kann man natürlich das noch beliebig erweitern. Aber im Prinzip sind das die kontextfreien Grammatiken. Also wir können hier auf der rechten Seite tatsächlich alles schreiben, was wir wollen. Nur auf der linken Seite muss genau ein Nicht-Terminalsymbol sein, wo wir dann ableiten. Und das sind eigentlich auch die Grammatiken, die man wirklich am häufigsten hat und am häufigsten haben möchte,
wenn man einfach mit denen quasi alle Sprachen oder fast alle Sprachen darstellen kann, aber noch keine solchen Probleme hat, dass man irgendwie zu eingeschränkt ist. Gut, ja, das war jetzt ein relativ kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Nächstes Video möchte ich mit euch eben den Automaten machen, der diese Sprache erkennen kann. Der endliche, deterministische endliche Automat ist es nicht. Es ist der sogenannte Kellerautomat oder Stackautomat. Und ja, den zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Kommentare für mich habt, Likes oder Abos oder sonst irgendwas. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.